Im Laufe der Zeit ereigneten sich auf unserer Erde viele unerklärliche UFO-Phänomene. Am meisten verblüffen Experten jedoch die Berichte über USOs, unidentifizierte unterseeische Objekte. USOs werden immer wieder auf der ganzen Welt gesichtet. Sie kommen aus dem Wasser und werden dabei auch von Zeugen auf der ganzen Welt gesehen. In der letzten Zeit kamen erstaunliche neue Fakten über USOs sowie Geschichten und Details über diese ganz speziellen UFOs ans Licht. Es war im Sommer 2000. Mein Schiff lag in der Bucht von Guantanamo vor Kuba, als ich drei seltsame große Lichter im Wasser sah. Es gibt neues Beweismaterial über Anomalien an der Oberfläche unserer Ozeane und Gewässer, die mit dem Phänomen der USOs in Verbindung stehen. USOs können Kornkreise auf dem Wasser hinterlassen. Augenzeugen berichten, dass die USS Franklin D. Roosevelt, der erste mit Atomwaffen ausgerüstete Flugzeugträger der US Navy, über 30 Jahre lang ein Magnet für UFOs und USOs war. Ich war 1958 auf der USS Franklin D. Roosevelt und ich habe draußen auf dem Meer ein UFO gesehen. Es gibt neue Berichte über USOs und Geschichten aus den letzten 100 Jahren zusammengetragen. Experten stellen sich immer wieder eine Frage: Sind wir die ersten Bewohner unseres Planeten oder sind sie es? Die Zahl der Personen, die Erfahrungen mit ungewöhnlichen und unidentifizierten Objekten in unseren Gewässern gemacht haben, steigt. Einer davon ist der 36-jährige Oberbootsmann der US Navy, Charles Howard. Er erzählt zum ersten Mal von seiner Begegnung mit einem USO. Der Sender History brachte eine Sendung über UFOs und USOs. Ich hatte vorher nie von USOs gehört. Ich fand es sehr interessant, da ich eine Erfahrung gemacht habe, die ich noch nie jemandem erzählt hatte. Nach Routinemanövern legt die USS Thorn im Sommer 2000 in der Bucht von Guantanamo vor Kuba an. Es war 10 Uhr abends. Ich ging über den langen Steg zum Schiff zurück. Da ich müde war, wollte ich vor den anderen ankommen, um noch ein wenig zu schlafen. Ich war dem Rest ungefähr 30 Schritte voraus, als ich aus dem Augenwinkel dieses glühende weiße Licht sah. Ich sah genauer hin und da war so ein Leuchten unter Wasser. Das leuchtende USO erscheint zunächst rund 30 Meter vom Steg entfernt zu sein. Howard schätzt seinen Durchmesser auf etwa 3 Meter. Er kann nicht erkennen, ob es sich um ein von Menschenhand geschaffenes Objekt handelt. Erst tauchte es plötzlich aus dem Nichts auf. Ein sanfter weißer Schimmer. Als ich genauer hinsah, wurde es immer heller. Auf einmal erschienen zwei weitere Lichter. Sie formierten sich zu einem Dreieck. Vor dem anfänglich sanften Licht hatte ich keine Angst. Ich fand es nur seltsam. Als dann aber die beiden anderen dazukamen und sich bewegten, fürchtete ich mich schon. Ich rief nach den anderen, sie sollten sich das ansehen. Die anderen reagieren auf Howards Rufe, doch sie kommen zu spät. Das USO ist schon wieder unter Wasser verschwunden. Howard hat so etwas noch nie gesehen und hofft auch nie wieder, einem USO begegnen zu müssen. Ich fahre nun schon fast 17 Jahre zur See. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Es war sehr seltsam. Ähnliche Sichtungen gab es in Gebieten nahe des Santa Catalina-Kanals vor der Küste von Los Angeles. Morgen unternehmen wir hier in der Santa Monica-Bucht einen Tauchgang. Wir versuchen, Spuren des USOs zu finden, das 1992 hier gesichtet wurde. 14. Juni 1992, 22.24 Uhr. Mehrere Augenzeugen berichten von über 200 hellen, scheibenförmigen Objekten, die geräuschlos aus dem Wasser emporsteigen, einen Moment in der Luft schweben und dann in den Himmel davonschießen. Berichte über diesen Vorfall erreichen lokale Polizeistationen bis nach Malibu. Hostel Service Station. Hat heute schon jemand was Seltsames berichtet? Können Sie das etwas präzisieren? Seltsame Lichter.
Lichter? Ja. Was genau ist Ihnen auf Ihrem Heimweg passiert? Ich befürchte, Sie werden mich für verrückt halten. Wir haben ein ganz helles Licht am Himmel gesehen. Okay. Das hörte sich nicht wie ein Hubschrauber an. Ich habe mich noch nie so gefürchtet. Am 9. März 2006 luden Patrick Uskert, Kevin Brune und Julius Willis uns zu einem Forschungsausflug ein. Sie wollten im Santa Catalina-Kanal nach Beweisen für Usos suchen. Laut Berichten von Augenzeugen wurden genau dort, zufällig eine Nacht vorher, um 21.37 Uhr mehrere scheibenförmige, silberne Usos gesichtet. Uskert, Brune und Willis werden bei dieser 11-stündigen Suche von dem UFO-Forscher und erfahrenen Seefahrer William Burns und von Preston Dennett begleitet. Dennett berichtete in einer früheren Sendung über das große Uso-Ereignis von 1992 in den Gewässern vor Los Angeles. Wir sind alle bereit. Hast du den Geigerzähler? Ich habe die komplette wissenschaftliche Ausrüstung, alles bereit. Auch die ganzen Fläschchen und alles, was wir brauchen? Hast du die Tanks? Ich habe die Tanks. Du hast die Unterwasserkamera? Infrarot? Infrarot haben wir. Alle bereit, gut, los geht's. Sie wollen an zwei Stellen des Kanals tauchen. Die Taucher Uskert und Brune sammeln Materialproben. Brune, der ein promovierter Wissenschaftler ist, wird außerdem vorbereitende Tests auf dem Schiff durchführen und später weitere in seinem Labor. Wir wollen auf dem Grund Materialproben sammeln und allgemein nach Beweisen für Uso suchen. Der Redondo-Graben ist weitgehend unerforscht. Seine unglaubliche Tiefe macht das Orten von Usos extrem schwierig. An manchen Stellen ist er rund 1600 Meter tief. Die Sonargeräte der meisten Schiffe sind nicht in der Lage, in solchen Tiefen etwas aufzuspüren. Willkommen an Bord der Pacific Star. Heute geht es raus zum Graben. Er fällt sehr schnell ab, ungefähr im 60-Grad-Winkel. Mein Messgerät hat eine Reichweite von 427 Metern. Ich erreiche den Grund damit nicht. Wir wollen nicht zu tief gehen, da wir nicht wissen, was dort unten ist. Das Schiff verlässt den Hafen von Redondo Beach in Kalifornien um 8.37 Uhr. Auf den trüben Wassern des Pazifiks geht es Richtung Westen. Es weht eine steife Brise und der Seegang ist ungewöhnlich heftig. Hoffentlich wird der Wind und damit der Seegang nicht stärker. Wenn das nämlich alles aufgewühlt wird, ist es sehr schwierig, überhaupt etwas zu sehen. Um 9.22 Uhr entdeckt das Team zum ersten Mal etwas Ungewöhnliches. Schaut euch das an, heiliger Strohsack! Willis entdeckt eine seltsame Anomalie auf dem Wasser. Das müsst ihr euch ansehen. Ein Kreis mit einem Durchmesser von ungefähr 4,5 Metern erscheint kurzzeitig auf dem Wasser. Dann verschwindet er genauso schnell wieder, wie er aufgetaucht ist. Es mag verrückt klingen, aber es gab hier viele Abstürze von UFOs. Mindestens 40 oder 50. Es ist durchaus möglich, dass sich da unten etwas finden lässt. Usos können sich überall verstecken. Das ist der Graben. Ungefähr 2 Seemeilen vom Ufer entfernt gehen sie vor Anker. Wir suchen nach mehreren Dingen. Zum Beispiel nach Abdrücken und Spuren auf dem Meeresgrund. Gibt es da unten Radioaktivität? Jemand hat gestern hier etwas gesehen. Wenn das Objekt letzte Nacht wirklich hier war, wenn es Spuren hinterlassen hat, sammeln unsere Jungs diese gerade ein und bringen sie nach oben. Dann werden sie untersucht. Wie war die Sicht? Schlecht. 1,5 bis 3 Meter. Ich konnte nicht viel sehen. Es war zu aufgewühlt. Hoffentlich hat Pat Material gesammelt. Uskert berichtet, dass er im Wasser etwas Merkwürdiges wahrgenommen habe. Wegen der schlechten Bedingungen konnte er es nicht sehen. Er hat jedoch Proben zur Untersuchung gesammelt.
Außer dem Strahl meiner Lampe konnte ich nichts sehen. Es wäre ein gutes Versteck. Schön dunkel und schön tief. Ich habe gespürt, dass ich dort nicht hingehöre. Ich sollte nicht dort sein. Wegen der schlechten Sicht an dieser Stelle fahren sie 4 Seemeilen weiter in den Kanal hinaus. Wir fahren an eine andere Stelle. Wer sich dort tarnen möchte, dürfte keine Probleme damit haben. Beim ersten Tauchgang betrug die Sichtweite unter Wasser weniger als 5 Meter. Um an dieser noch tieferen Stelle etwas aufnehmen zu können, benutzen Sie nun eine empfindlichere Kamera. Ich habe die Kamera schon fertig präpariert. Sie ist genau auf die dortigen Lichtverhältnisse eingestellt. Falls da unten etwas ist, wirst du es sehen. Sie nehmen Proben vom Meeresboden und werden diese später auf radioaktive Strahlung und chemische Spuren testen. USOs hinterlassen Spuren. Vielleicht sind sie magnetisch oder stark elektrisch geladen. Wir testen also elektrische Ladung, Magnetismus und Radioaktivität. Die klareren Bedingungen erleichtern den Tauchern das Sammeln der Proben. Und diesmal werden sie fündig. Ich bin mit der Ausbeute zufrieden. Wir prüfen mit dem Geigerzähler, ob sich etwas tut. Öffne das hier bitte. Negativ. Hier haben wir eine Menge Bodenproben. Okay, ich hab was. Aufgrund der Anzeige des Geigerzählers beschließt das Team, dass weitere Untersuchungen nötig sind. Den Rest können wir im Labor machen. Es wäre kein Wunder, wenn USOs sich hier verstecken würden. Man kann sie einfach nicht sehen. Wir können nichts zu den Ergebnissen sagen, bis wir alles analysiert haben. Es ist alles Teil des Prozesses. Mit Experimenten versuchen wir, unsere Hypothese zu überprüfen. Die vielen Variablen hier draußen zu bewerten, wäre sehr schwer. Im Moment beobachten wir nur. Sollten die Untersuchungen etwas Ungewöhnliches ergeben, kommen wir sicherlich noch einmal hierher. Kevin wird mir zustimmen, dass Sie mit großer Wahrscheinlichkeit da unten sind. Wir werden Sie finden. Die weiteren Untersuchungen an den USO-Proben bleiben ohne Ergebnis. Wegen der positiven Ergebnisse bei der zweiten Probe plant das Team trotzdem einen weiteren, umfangreicheren USO-Tauchgang. Wir müssen noch einmal zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zahlreiche technische Neuheiten in der US Navy. Der Flugzeugträger USS Franklin D. Roosevelt stellte aufgrund einer hohen Leistungsfähigkeit eine solche Errungenschaft dar. Das Schiff wurde am 27. Oktober 1945 von der New York Naval Shipyard in Dienst gestellt. Der Flugzeugträger war 295 Meter lang und hatte eine Wasserverdrängung von 45.000 Tonnen. Eines der ersten Schiffe der US Navy mit Atomwaffen an Bord. Die Franklin D. Roosevelt war in jeder Hinsicht sehr leistungsstark. Sie diente der Navy als aktives, schwimmendes Labor. Viele Männer, die im Laufe der Zeit auf dem Flugzeugträger dienten, vermuteten, dass sie wegen ihrer hochentwickelten Technik immer wieder in die großen UFO-Ereignisse des 20. Jahrhunderts hineingezogen wurde. Ich zweifle nicht an der Existenz von UFOs und deren Interaktionen mit der Franklin D. Roosevelt. Auch viele andere Matrosen machten solche Erfahrungen. Aufgrund ihrer Atomwaffen war die Franklin D. Roosevelt wahrscheinlich ein Magnet für UFOs. Chet Grusinski diente von Juli 1958 bis Dezember 1960 als Feuerwehrmann und Fachmann für Metallbau an Bord des Flugzeugträgers.
Im September 1958 kam er in der Bucht von Guantanamo unfreiwillig mit einem, wie er annimmt, außerirdischen Objekt in Berührung. Diese Begegnung quält ihn bis heute. Zum ersten Mal berichtet er vor der Kamera davon. Es war zwischen 20 und 21 Uhr und bereits dunkel. Wir waren unter Deck, als eine Gruppe von Männern aus dem Maschinenraum die Leiter heraufkam. Mein Kumpel Vince sagte, hey Red, geh rauf und schau nach, was da los ist. Also folgte ich den Männern bis auf das Flugdeck. Grusinski sieht ein zigarrenförmiges Flugobjekt, das unglaublich schnell auf den Flugzeugträger zukommt. Es bewegt sich vollkommen geräuschlos und ganz anders, als er es von gewöhnlichen Flugobjekten kennt. Auf dem Flugdeck war es still und dieses Ding kam geradewegs auf uns zu. Ich sah in dem Licht eine Reihe von Fenstern, hinter denen ich Gestalten erkennen konnte. Sie kamen so nah, dass ich die Hitze, die von dem Objekt ausging, auf meinem Gesicht fühlen konnte. Die Wesen schauten uns an. Ich hatte nicht den Eindruck, dass an ihnen irgendetwas Menschliches war. Als das Ding in einem hellen Rot-Orange aufleuchtete, sah ich, dass seine Form der einer Zigarre ähnelte. Es wechselte die Farbe und plötzlich schnellte es davon. Krasinski berichtete weiter, dass das, was er für ein Uso hielt, aus dem Wasser emporgestiegen war. Man konnte es kaum hören. Die Begegnung dauerte etwa 45 Sekunden, dann flog es fort. Etwa 25 weitere Mitglieder der Schiffsbesatzung wurden Zeugen dieses Ereignisses. Die meisten wurden kurz darauf versetzt. Noch seltsamer war, dass das Logbuch des Schiffes innerhalb weniger Stunden abgeändert wurde. Im Logbuch waren einige Stellen geschwärzt. Es stand nichts über den Vorfall darin. Wahrscheinlich mussten die Zeugen, die versetzt wurden, eine Art Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Ich musste nichts unterschreiben, vielleicht weil ich den Vorfall nie erwähnte. Nach fast 50 Jahren sucht er noch immer nach Antworten. Was geschah damals wirklich? Ich suche immer noch die anderen Zeugen. Ich musste weder etwas unterschreiben, noch wurde ich versetzt. Es bleiben viele Fragen offen. Deswegen habe ich all die Jahre mit der Suche nach Antworten verbracht. Grusinski ist nicht der einzige Veteran, der überzeugt ist, dass er während seiner Dienstzeit auf dem Schiff ein UFO sah. Harry Jordan diente von 1962 bis 1965 an Bord des Flugzeugträgers. Als Radartechniker trug er die Verantwortung für eines der fortschrittlichsten und sensibelsten Radarsysteme der damaligen Zeit. Es war in der Lage, die Flugbahnen von Interkontinentalraketen zu stören und konnte sogar einige der Gegenmaßnahmen der Ostblockländer durchbrechen. Im Jahr 1963 hatte auch Jordan ein prägendes Uso-Erlebnis an Bord des Schiffes. Man hielt es geheim, bis jetzt. Die Roosevelt zog definitiv UFOs an. Das lag an der Technik, den Rüstungsgütern und den Atomwaffen. Zum ersten Mal berichtet Jordan über das Erlebte. Eine mysteriöse und erschreckende Geschichte. Ich erinnere mich an alle Details. So etwas vergisst man nicht. 2. Oktober 1963 vor der Küste Sardiniens. Etwa 2 Uhr nachts. Jordan wacht über seinen Radarmonitor. Alles scheint normal in dieser warmen Herbstnacht. Plötzlich und wie aus dem Nichts zeigt sein Bildschirm ein Objekt an. Die Entfernung zu diesem Objekt beträgt rund 960 Kilometer. Die Flughöhe ist für damalige Luftfahrzeuge eigentlich unmöglich. Sie beträgt 24.000 Meter. Wir empfingen das erste Signal 2,5 Stunden nach Beginn der Nachtwache. Am Anfang war es noch 960 Kilometer entfernt in einer Höhe von 24.000 Metern. Dann kam es immer näher. Irgendwann betrug die Entfernung nur noch 16 Kilometer und die Höhe 3 bis 4.000 Meter. Ich erstattete der Nachtwache Bericht. Er überprüfte die Daten, bestätigte diese und informierte den Offizier auf der Brücke. Dieser wiederum weckte den Kapitän. Das Objekt auf dem Radar bewegt sich so schnell und merkwürdig, dass Jordan klar ist, dass es sich um etwas Fremdartiges handeln muss. Dieses Ding legte 16 Kilometer in wenigen Sekunden zurück und bewegte sich mit rund 6.400 Kilometern pro Stunde. Es schlug rechtwinklige Haken und folgte dabei einem Z-Muster. Man konnte erkennen, dass es sich sehr schnell fortbewegte. Es strahlte keine Wärme ab. Das ist sehr ungewöhnlich.
Okay, this is highly unusual. Auf Jordans Bericht hin lässt der Kapitän zwei Jets vom Typ Phantom 2 starten, um die Situation zu analysieren. Mit zugeschalteten Nachbrennern verließen die Jets den Flugzeugträger. Ich merkte, dass hier etwas ganz Neues passierte. Das war keine gewöhnliche Militäroperation, wie ich sie kannte. Die Jets sind jetzt ungefähr 32 Kilometer entfernt und versuchen immer noch Kontakt mit dem Objekt aufzunehmen. Auf dem Radarbildschirm ist zu erkennen, dass sich das Objekt dem Flugzeugträger weiter nähert, bevor es buchstäblich in einem Blitz verschwindet. Das alles wurde aufgezeichnet. Nach ungefähr 20 Sekunden verloren wir den Kontakt und ich konnte noch einen der Piloten hören: Was zum... Kurz nachdem das Zielobjekt verschwunden ist, taucht es wieder auf, noch größer und noch näher. Die Jets landeten und das Ding tauchte an der Backbordseite des Schiffes wieder auf. Jemand rief: Was zum Teufel ist das? Mindestens 15 Männer schauten mit Ferngläsern aufs Meer hinaus. Um 2.32 Uhr verharrt das Objekt in einem Schwebezustand nur wenige hundert Meter vom Schiff entfernt. Dann verschwindet es. Ich sah noch einmal das Z-Muster und dann verloren wir wieder den Kontakt und es war fort. Es handelte sich nicht um sowjetische, koreanische oder chinesische Kampfflugzeuge. Ein Meteor wäre in der Atmosphäre verglüht. Ich hatte schon Meteore über den Radarbildschirm flitzen sehen. Das geschieht allerdings in wenigen Sekunden. Um 2.36 Uhr bezeichnet Jordan das Objekt im Logbuch als UFO. Sekunden später stürmt sein Vorgesetzter herein. Jordan, was haben Sie zu Protokoll gegeben? Als er las, dass ich das UFO mit Kontaktnummer angegeben hatte, erklärte er mir mit wenigen Worten, dass niemand davon erfahren dürfe. Auch wenn es der Wahrheit entsprach. Ich hatte zu viel Respekt vor ihm und der Navy, deswegen schwieg ich über 20 Jahre lang. Das war ein historischer Moment für die US Navy, doch es wurde nicht in die Logbücher eingetragen. So erstaunlich und mysteriös diese Vorfälle auch waren, sie waren bei weitem nicht die einzigen. Dieser Flugzeugträger war 32 Jahre im Dienst der US Navy und während dieser Zeit Schauplatz für mindestens ein halbes Dutzend ähnlicher Vorfälle. Die Roosevelt schien Usos anzuziehen. Sie hat sicherlich einige davon gesehen. Ich habe drei Männer, die an Bord der Roosevelt riesige UFOs über dem Schiff gesehen haben, getrennt voneinander befragt. Die UFOs schienen die Roosevelt zu beobachten und manchmal auch die Elektronik des Schiffes zu stören. Die Franklin D. Roosevelt war der erste Flugzeugträger mit Atomwaffen an Bord. Diese zogen anscheinend UFOs an. Der erste Vorfall geschah während eines Manövers der NATO in der Nordsee. September 1952. Die NATO beginnt die Operation Main Brace. Es ist das erste kooperative multilaterale Manöver seit dem Krieg. Bei einer Flottenübung der NATO namens Operation Main Brace vor Dänemark wurden die Besatzungen der Roosevelt, der Royal Air Force und britischer Flugzeugträger Zeuge der wohl unglaublichsten USO-Sichtung der Geschichte. Sogar das britische Verteidigungsministerium vermerkte es als USO-Vorfall. 200 Schiffe, 1000 Flugzeuge und 80.000 Männer der Mitgliedstaaten nehmen an der Übung in den Gewässern vor Dänemark teil. Als eines der damals größten und fortschrittlichsten Schiffe übernimmt die USS Roosevelt die Führung. Sie gehörte zu einem Einsatzkommando, das den russischen U-Booten den Weg durch die Nordsee zum Atlantik versperren sollte. Das war extrem wichtig, falls sich tatsächlich in der Nordsee eine USO-Basis befunden haben sollte. Wir überwachten sie und sie überwachten uns.
13. September 1952. Der dänische Zerstörer Willem Moes befindet sich in der Ostsee, nördlich der Insel Bornholm. Kommandant Schmidt-Jensen und mehrere Besatzungsmitglieder berichten von einem bläulich leuchtenden, dreieckigen Objekt, das sich in unmittelbarer Nähe der Flotte rasant über das Wasser bewegt. Zuerst Richtung Westen, dann plötzlich ändert es seinen Kurs und bewegt sich in südöstlicher Richtung direkt auf die Roosevelt zu. In den darauffolgenden Wochen gibt es noch weitere Sichtungen zwischen Dänemark und dem Luftwaffenstützpunkt in Schottland. 20. September 1952, 19.30 Uhr. Drei dänische Offiziere beobachten, wie ein helles scheibenförmiges Objekt aus dem Wasser schießt und über sie hinwegfliegt. Auch dieses Objekt steuert auf die NATO-Flotte und die Roosevelt zu. Das schnelle, metallische UFO verschwindet im Westen in der Wolkendecke. 21. September 1952, weniger als 24 Stunden später, sechs britische Piloten sichten über der Nordsee ein leuchtendes, rundes Objekt. Es steigt aus dem Wasser auf und nähert sich der Flotte. Zwar nehmen sie die Verfolgung auf, werden jedoch abgehängt. Jordan sprach vor über 40 Jahren mit einem Zeugen. Sie orteten einen Sonarkontakt. Sie wussten nicht, was es war, denn es bewegte sich mit ihnen. Das verdammte Ding war 400 Meter breit. Als es aus dem Wasser kam, rammte es eines der Schiffe. Später wurde berichtet, dass zwei Zerstörer miteinander kollidiert wären. Er sagte mir, dass es gelogen war, denn er hatte dieses Ding aus dem Wasser kommen und wegfliegen sehen. Den Berichten zufolge weisen alle Vorfälle ähnlich unheimliche Merkmale auf. Die Zeugen hatten sogar alle das Gefühl, dass die Usos, was auch immer sie gewesen sein mochten, die Marineübungen aus der Nähe beobachteten. Während der Operation Mainbrace sahen nicht nur ein oder zwei Personen diese Objekte. Viele Matrosen, Soldaten der Royal Air Force und Besatzungsmitglieder der USS Roosevelt wurden Zeugen. Es war eine der berühmten multiplen UFO-Sichtungen. Ein Journalist, der sich an Bord der Roosevelt befand, hielt die UFO-Aktivitäten mit seiner Kamera fest. September 19, 1952, 11 Uhr. Mehrere Männer der Crew beobachten, wie ein rundes Uso direkt hinter der Flotte schnell aus dem Wasser in den Himmel steigt. Der Journalist Wallace Litwin, der an Bord der Roosevelt die Operation dokumentieren soll, schießt mit seiner 35mm Kamera zwei Fotos der vorbeirasenden Scheibe, die alle Regeln der Schwerkraft zu brechen scheint. Die Navy hat die Fotos wahrscheinlich untersucht. Es gab jedoch keinen offiziellen Bericht darüber. Wallace Litwin fotografierte die fliegende Scheibe über der USS Roosevelt während der Operation Mainbrace. Ich besitze Kopien dieser Fotos. Sie zeigen das Objekt über dem Schiff. Man sieht die Struktur des Schiffes und den Teil eines Flugzeugflügels. Das Objekt selbst erkennt man nur als ein helles Licht, aber angeblich sah es wie ein Diskus aus. Nicht nur einfache Soldaten und Unteroffiziere der Roosevelt sichteten während der Operation Mainbrace Usos. Manche vermuten sogar, dass General Dwight D. Eisenhower ähnliche Objekte sah, als er zu Gast an Bord des Flugzeugträgers war. Angeblich war Eisenhower während eines solchen Vorfalls auf der Roosevelt. Die wichtigen Zeugen hatten Angst auszusagen, weil sie zum einen bedroht wurden und zum anderen nicht verspottet werden wollten. Auch wenn einige Dokumente über die Operation Mainbrace freigegeben wurden, wurden dennoch viele geheim gehalten. Aus welchem Grund bewahrt man Schweigen über Ereignisse, die 50 Jahre zurückliegen? Die Industrienationen fühlen sich von diesen Dingen bedroht. Sie können in Lufträume eindringen, in Hochsicherheitsgebiete vordringen und unsere schnellsten Kampfjets abhängen. Doch bedeutet das auch, dass sie uns feindlich gesinnt sind? Viele Veteranen der Roosevelt und Forscher vermuten, dass das Schiff mit seiner fortschrittlichen Technik die Aufmerksamkeit außerirdischer Lebensformen auf sich zog. Dennoch fragen sich viele zu Recht, ob diese Berichte überhaupt ausreichende Beweise sind.
Seit meiner Erfahrung auf der Roosevelt habe ich mit vielen Leuten gesprochen. Und ich habe die Beweise selbst gesehen. An alle, die so etwas noch nicht erlebt haben, hoffentlich glaubt ihr, dass sie da draußen sind. Allgemein bezeichnet man alle unidentifizierten unterseeischen Objekte als USOs. Geschichtlich existieren sie bereits seit langer Zeit. Mein Freund Ivan T. Sanderson hat vor langer Zeit eine Studie über sie durchgeführt. Sie sind überall in den Dokumenten. Noch unheimlicher finde ich, was Ivan T. Sanderson in seinem Buch Invisible Residence schreibt. Sie sind keine Außerirdischen. Sie leben bereits unter uns. Noch heute erschrecken und verblüffen die bahnbrechenden Forschungsarbeiten des Zoologen und ehemaligen britischen Spions Ivan T. Sanderson Experten und Fans gleichermaßen. Sein umstrittenes Buch Invisible Residence von 1970 führt den Leser in das düstere Reich der unidentifizierten unterseeischen Objekte. Sanderson stellt in seinem Buch zwei Theorien über USOs auf. Entweder waren sie schon immer hier und haben sich mit der Erde entwickelt, oder sie kamen vor langer Zeit aus dem Weltall und besiedelten unsere Ozeane. Man darf nicht vergessen, dass drei Viertel der Erde mit Wasser bedeckt sind. UFOs werden auf der ganzen Welt gesichtet. Da wäre es kein Wunder, wenn sie unsere Ozeane, die wir selbst noch nicht einmal ganz erforscht haben, nutzen würden. Sandersons USO-Theorien führen zu der Annahme, dass über die Hälfte aller UFOs in Wirklichkeit USOs sind. Schließlich sind mehr als 50% der UFOs über Gewässern erschienen. UFOs wurden nicht nur an Land gesichtet. Sanderson sagte, dass 50% aller UFOs über dem Wasser gesichtet wurden. Wenn es USOs gibt, heißt das, dass unter der Wasseroberfläche eine ganze Zivilisation von Wesen oder Aliens existiert? Vielleicht bewohnten diese Wesen schon unsere Meere, bevor sich das Leben an Land entwickelte. Sanderson bekräftigt seine zweite Theorie, indem er erklärt, dass es auf der Erde verschiedene Kernpunkte gäbe. Dreiecke, die zusammen eine unsichtbare Landkarte formen. Er nennt diese Gebiete gefährliche Strudel. Sanderson benennt hier die Orte, an denen angeblich Flugzeuge und Schiffe spurlos verschwunden sind. Dabei stellt er fest, dass es genau in diesen Dreiecken UFO-Sichtungen gab. Man vermutet dort seltsame magnetische Anomalien. Er fragte sich, ob diese Kernpunkte unbekannte Tiere verbargen oder ob USOs sie als Portal benutzten. Sandersons Theorie hat auch eine dunkle Seite. Die meisten Anomalien weisen die Gebiete auf, die in den heimtückischsten Wasserregionen der Erde liegen. Ivan Sanderson fand heraus, dass es eine Linie um die Erde gibt, die sowohl durch den geografischen als auch den magnetischen Nordpol verläuft. In diesen Gebieten sind viele Flugzeuge und Schiffe verschollen oder unbekannte Objekte gesichtet worden. Nach 17 Jahren Forschung zieht Sanderson ein verblüffendes Fazit. Viele USO-Phänomene hängen klar mit den ungewöhnlichen Gravitationskräften in diesen Gebieten zusammen. Vor allem mit den mysteriösen Dreiecken vor den Bermuda-Inseln, Japan und Australien. Anstatt rumzusitzen und ihre Existenz zu leugnen oder Beweise als Fälschungen zu bezeichnen, wird es Zeit, dass man aufs Meer hinausfährt. Na los, beweist es! Laut Sanderson kommen USO-Sichtungen nicht zufällig so oft an den magnetischen Punkten der Erde vor. In der Tat vermuten manche USO-Forscher, diese Punkte könnten USO-Basisstationen sein.
Er begann, über Unterwasserbasisstationen nachzudenken. Sind es wirklich Außerirdische? Interagieren sie mit uns? Ich vermute, dass es unter Wasser schon lange außerirdische Basisstationen gibt. So tief, dass wir sie nicht aufspüren können. Von dort aus beobachten sie uns. Usos könnten auch von der Erde stammen. Vielleicht sind sie schon länger hier als wir. Ein bemerkenswerter Fall aus Sandersons Forschungsarbeiten ist schon fast in Vergessenheit geraten. Der mysteriöse St. Andrew-Vorfall vor der Ostküste Kanadas bei Nova Scotia vom 30. Oktober 1906. Es war einer der großen Fälle Anfang des 20. Jahrhunderts. Die SS St. Andrew überquerte auf dem Weg nach Hamburg den Atlantik. Vor Halifax sichteten Besatzungsmitglieder und Passagiere des Schiffes ein UFO. Sanderson berichtet, dass damals um 16.30 Uhr ein riesiges flammendes Objekt ins Wasser stürzte. Es flog im Zickzack über den Himmel, fiel ins Wasser und verschwand. Ein Meteor wäre keine Zickzacklinie geflogen. Die Bewegungen wirkten kontrolliert und ließen auf Intelligenz schließen. Die Geschichte wurde sogar in der New York Times veröffentlicht. Zitat des ersten Offiziers V. E. Spencer: Ich habe schon einige Meteore gesehen, aber niemals war einer so riesig wie dieses Ding. Sanderson war stets von einer mysteriösen Aura umgeben. Sanderson arbeitete für den britischen Geheimdienst. Außerdem hatte er viele Freunde beim OSS, einem Vorläufer der CIA. Aus seinen Büchern wissen wir, dass er eine direkte Verbindung zum amerikanischen Marinegeheimdienst hatte und von dort Informationen bezog. Bis zu seinem Tod im Jahr 1973 reiste Sanderson in der ganzen Welt umher, um nach unidentifizierten unterseeischen Objekten zu forschen. Heute vermuten einige USO-Experten, dass seine Forschungsarbeiten von Regierungsgeldern unterstützt wurden. Viele von uns fragten sich, ob Sanderson immer noch für den Geheimdienst arbeitete. Unternahm er immer noch Expeditionen? Tauschte er mit seinen alten Freunden vom Geheimdienst Informationen aus? Vom Krebs geschwächt wurde Sanderson vor seinem Tod Opfer von Freunden und Feinden, die versessen auf seine Forschungsarbeiten waren. Viele Leute liehen sich von ihm Dokumente und brachten sie dann nie mehr zurück. In manchen Kreisen spekuliert man immer noch, ob die Regierung Sandersons Dokumente verschwinden ließ und damit die wertvollste Ansammlung von Fakten über Usos, die es jemals gab, zerstörte. Am Anfang waren Usos für Sanderson lediglich Kreaturen, die aus der Luft ins Wasser kamen. Gegen Ende seiner Karriere hielt er sie für intelligente Wesen aus dem All. Usos können die Wasseroberfläche beeinflussen und verändern. Das, so vermuten Experten, ist eines ihrer beeindruckendsten Merkmale. Vergleichbar mit den angeblich von UFOs erschaffenen Kornkreisen an Land. Interessant ist, dass UFOs und Usos eine physische Präsenz auf dem Wasser hinterlassen. Usos verursachen ähnliche Effekte auf dem Wasser oder auf Eis. Das Spurenmaterial bei Uso-Landungen ähnelt also dem von UFO-Landungen auf der Erde. Es ist, als stecke man ein Glas ins Wasser. Und nun hat man ein Loch im Wasser. Der wohl bemerkenswerteste und bekannteste Wasserkornkreis wurde im Januar 1966 in Nordaustralien entdeckt, das Tully's Water Nest. Das Tully's Nest wurde von Militär und Presse in Australien so bekannt gemacht wie der Roswell-Zwischenfall in den Vereinigten Staaten. Es wurde zur Touristenattraktion. Die Leute unternahmen Pilgerfahrten zum Tully's Nest, um zu sehen, an welcher Stelle das Uso aus dem Wasser gekommen war. In den letzten 10 Jahren leitete der australische Forscher Bill Chalker die wohl intensivste Studie über den Tully-Zwischenfall.
Um 9 Uhr morgens, im Januar 1966, fuhr der junge Farmer George Padley mit seinem Traktor über das Grundstück einer benachbarten Familie. Es lag im Sumpfgebiet Horseshoe Lagoon in der Nähe von Tully im Norden von Queensland. Plötzlich streikte der Traktor. Der Motor war kurz davor abzusterben. Da hörte er ein schrilles, zischendes Geräusch. Er schaute in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Ungefähr 6 bis 9 Meter entfernt stieg ein diskusförmiges, metallisch aussehendes Objekt aus der Lagune. Er stieg bis auf eine Höhe von 9 bis 12 Metern, schien kurz wieder abzusinken und schnellte dann mit hoher Geschwindigkeit davon. Für George Padley ähnelte das Objekt 2 aufeinander gestapelten Speisetellern, circa 9 Meter breit und 3,5 Meter hoch. Das Ereignis war mehrere Wochen lang eine Mediensensation. Es erschien eine Art Korrespondenz, die Augenzeugenberichte herausgab. Es gab sogar internationale Berichterstattung. Die Presse sprach von einem Nest der fliegenden Untertassen. Das Tully's Water Nest war ein Indiz für eine angebliche USO-Landung. Ein markanter Abdruck auf der Oberfläche der Lagune. Der Whirlpool-Effekt im Wasser hielt viele Tage an. Die Navy und diverse Wissenschaftler untersuchten das Nest. Es wurden viele Tests und Analysen durchgeführt und es gab unzählige Theorien. Alles, was man herausfand, war, dass sich die Abdrücke im Wasser durch nichts erklären ließen. Nach unzähligen Interviews und Untersuchungen kam Chalker zu dem Schluss, dass George Padley ein einzigartiger USO-Zeuge war. George Padley war ein sehr glaubwürdiger Zeuge. Ein waschechter Einwohner von Queensland, mit dem typischen Charakter eines Zuckerrohrfarmers. Er war der letzte, von dem man eine solche Geschichte erwartete. Bei verschiedenen öffentlichen und privaten Nachforschungen in den darauffolgenden Wochen werden in der Gegend noch mindestens ein halbes Dutzend weitere Wassernester entdeckt. In der Universität in Brisbane wurden die Wasserproben auf Strahlung getestet. Ein Schilfrohr aus dem Zentrum des Wassernestes strahlte Beta-Strahlung aus. Es verschwand jedoch nach wenigen Tagen auf mysteriöse Weise. Der Zwischenfall von Tully wird noch heute erforscht. Bei so vielen USO-Phänomenen in der Vergangenheit und der Gegenwart fragen sich natürlich viele, warum diese Objekte hier sind. Was könnte als nächstes passieren? Da ist dieses riesige Universum mit all seinen verschiedenen Planeten. Alles ist möglich. Warum sollten wir die einzigen intelligenten Wesen sein? Manche Forscher deuten die jüngsten USO-Phänomene als besorgniserregend. Es gibt außerirdische Zivilisationen, die unsere Entwicklung in den letzten 100 Jahren beobachtet haben. Wie vielversprechend es auch immer für sie sein mag, sie wissen auch um die Risiken. Die Regierung verschleiert Vorfälle. Ich würde gerne Kongresssitzungen in Washington beiwohnen, um zu hören, was eigentlich vor sich geht. Bedeutet es vielleicht, dass der Erde eine Katastrophe bevorsteht? Verlassen die USOs die Erde, weil es keine Rettung mehr für sie gibt? Vielleicht ist das Ende der Welt schon ganz nah.